Im Pressefoyer nach dem Ministerrat sprechen jetzt Justizministerin Alma Sadic und Innenminister Karl Nehammer. Sie werden weitere Details zur Reform des Maßnahmenvollzugs vorstellen und wir schalten uns da jetzt live dazu. Also leichte Vergehen begehen, dass die psychiatrisch zu behandeln sind. Und das schafft wesentliche Erleichterungen im Maßnahmenvollzug für die Zukunft. Das war das erste Paket. Und das zweite Paket, das wir auch heute im Ministerrat besprochen und beschlossen haben, ist die umfassende Frage, wie gestalten wir den Maßnahmenvollzug? Was passiert im Maßnahmenvollzug drinnen? Denn das ist tatsächlich auch etwas, das auch immer wieder in der Vergangenheit kritisiert wurde. Es wurde immer wieder zu Recht kritisiert, wir haben keinen Platz im Maßnahmenvollzug, die baulichen Gegebenheiten sind schlecht, die Menschen, die eigentlich psychisch krank sind, müssen von anderen Insassinnen und Insassen getrennt werden. Und es wurde auch immer wieder zu Recht kritisiert, es gibt zu wenig Betreuung, es gibt zu wenig Therapieangebot, wir müssen hier was tun. Und ich kann Ihnen auch sagen, dass wir als Bundesregierung uns genau diese Kritikpunkte angeschaut haben und dem Ziel näher kommen wollen, nämlich dem Ziel, dass die Gesellschaft sicherer werden soll, indem wir gezielt auch in den Maßnahmenvollzug investieren, indem wir Therapie ausbauen und indem wir die Personen, die im Maßnahmenvollzug sind, unterstützen, wieder Fuß fassen zu können, nämlich diesen Resozialisierungsgedanken, Therapie- und Betreuungsgedanken auch in den Maßnahmenvollzug tragen wollen. Was planen wir konkret? Es wird immer wieder kritisiert, veraltete Gebäude, schlechte Bausubstanz, es ist kein Platz. Wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass wir die Justizanstalt Göllersdorf ausbauen wollen und sie in ein zweites forensisch-therapeutisches Zentrum umbauen wollen. Und dafür wird es im Laufe der Zeit auch 75 Millionen Euro geben, damit wir diesen Umbau starten können und damit wir auch diesen Umbau vornehmen können. Ich habe heuer mit dem Budget auch die Justizanstalt Asten, die ja auch ein forensisch-therapeutisches Zentrum ist, weiter ausgebaut. Und mit Fertigstellung beider Projekte kann ich Ihnen sagen, dass wir zusätzlich 200 neue Plätze schaffen werden. Und insgesamt mit Asten und Göllersdorf sind das 140 Millionen Euro, die wir für diesen Umbau in die Hand nehmen. Die zweite Kritik, die auch immer wieder kommt, ist, dass es zu wenig Therapieangebot gibt. Und das ist auch immer der Fall gewesen, weil ja der Platz auch so beengt war. Man hatte wenig Platz, es waren alle an sehr engem Raum, es hatte zu wenig Betreuerinnen und Betreuer gegeben und zu wenig Personal auch im Bereich der Psychiatrie und im Bereich der Behandlung. Und das haben wir uns auch darauf verständigt, dass wir hier optimale Voraussetzungen für ein umfassendes Therapieangebot schaffen wollen. Und es geht auch darum, hier Planstellen, die notwendig sind, um diese zusätzlichen Plätze quasi auch zu betreuen. Diese Planstellen wird es auch in Zukunft geben. Das heißt, wir werden von Tag 1 einen individuellen Behandlungsplan erstellen für die Personen, die psychisch krank und gefährlich sind. Und es wird auch mehr Betreuerinnen und Betreuer geben. Das dritte, das auch immer wieder genannt wird, ist der mangelnde Rechtsschutz. Ich habe gestern auch schon angekündigt, wir haben jetzt gesetzlich vorgesehen, dass binnen Jahresfrist zu entscheiden ist, einmal jährlich, ob die Person im Maßnahmenvollzug bleibt oder nicht. Und bis jetzt war es so, dass man binnen Jahresfrist anfangen musste mit der Entscheidung. Und bis da mal die Entscheidung da war, hat es ja auch schon einige Monate gedauert. Und jetzt wollen wir quasi diese Zeit verkürzen, dass wir sagen, binnen eines Jahres ist zu entscheiden. Ebenso im Bereich des Rechtsschutzes haben wir auch die Erwachsenenschutzvereine mit ins Boot geholt, weil wir gesagt haben, sie sollen die Betroffenen auch in Zukunft während des gesamten Unterbringungsverfahrens auch vertreten und für Betroffene als Ansprechpartner dienen. Das schafft einen besseren Rechtsschutz. Und ebenso im Bereich des Entlassungsmanagements. Immer wieder war die Kritik zu hören, die Leute werden zu wenig betreut, sowohl während des Vollzugs als auch nach der Entlassung. Und hier haben wir uns auch in dem gemeinsamen Ministerratsvortrag als Regierung darauf geeinigt, dass wir für ausreichend Nachbetreuungseinrichtungen sorgen wollen und insofern das Entlassungsmanagement auch verbessern wollen. Und ein letzter Punkt, der mir auch
sehr wichtig ist, weil, und der vielleicht jetzt nicht so groß erscheint, aber trotzdem uns ins 21. Jahrhundert führt. Sie kennen ja das Maßnahmenvollzugsgesetz. Sie wissen, dass das schon über 50 Jahre alt ist und dementsprechend sind auch die Begrifflichkeiten, die dort verwendet werden, so wie geistige Abartigkeit oder eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher, das sind alles veraltete Begriffe und die werden wir auch ändern, denn es heißt ja tatsächlich, den Maßnahmenvollzug ins 21. Jahrhundert zu führen und statt geistiger Abartigkeit höheren Grades wird es jetzt psychische Störung heißen. Also wir sind wieder in der, quasi in dem modernen Maßnahmenvollzug. In diesem Sinne habe ich heute auch dieses zweite Paket präsentiert. Dieses zweite Paket wird jetzt im Justizministerium logistisch ausgearbeitet und wenn das fertig ist, wird es abgestimmt, finalisiert und auch in die Begutachtung geschickt. Ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass wir mit diesen zwei Teilen, mit dem ersten Teil, der jetzt in Begutachtung ist, und mit dem zweiten Teil, den wir jetzt ausarbeiten werden, dass wir dadurch den Maßnahmenvollzug auf völlig neue Beine stellen werden und eine solide Basis für die Zukunft schaffen. Und ich möchte mich auch hiermit beim Koalitionspartner bedanken und auch bei dem Innenminister für die großartige Zusammenarbeit. Ich glaube, dass wir wirklich einen historischen Schritt damit machen, weil der Maßnahmenvollzug liegt im Argen. Und es ist unser gemeinsames Ziel, diesen Maßnahmenvollzug gerechter und menschenrechtskonformer zu gestalten. Und diesen Weg sind wir gegangen und da möchte ich mich auch herzlich bedanken. Dankeschön, Herr Innenminister. Bitteschön. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Kampf gegen Extremismus und Terrorismus gehört aktuell zu einer der größten Herausforderungen in unserer Gesellschaft, nicht nur in Österreich, europaweit und sogar weltweit. Und die Pandemie hat dafür gesorgt, dass sich die extremen Ränder noch weiter radikalisiert haben. Und daher gilt es hier besonders wachsam zu sein. Wir sind nicht nur in Österreich bedroht vom islamistischen Terror, sondern genauso auch vom rechtsextremistischen Terror. Und daher müssen wir beide Extreme sehr gut im Auge behalten und Maßnahmen setzen, damit wir das Risiko eines neuen Terroranschlages tatsächlich minimieren können. Wie geht das? Sie sehen es, dass das Antiterrorpaket ja unglaublich viele Maßnahmen umfasst und eben von der Justizministerin gerade vorgestellt, auch umfassend im Justizbereich, weil es braucht immer für das Thema Sicherheit einen systemischen Ansatz. Das trifft viele Disziplinen, ganz besonders intensiv immer die Polizei und die Justiz. Und ich kann das Danke an die Zusammenarbeit nur zurückgeben. Es gibt immer wieder auch bei uns Evaluierungsrunden innerhalb des Innenministeriums und gerade da wird auch immer wieder davon gesprochen, dass das vertrauensvolle und intensive Zusammenarbeiten mit der Justiz, mit der Staatsanwaltschaft da vor allem immer wieder tatsächlich dann zu großen und wirklich auch bemerkenswerten Ermittlungserfolgen führt, die wiederum das Land auch ein Stück weit sicher machen. Wir haben im Antiterrorpaket ja ein Maßnahmenbündelgesetz, gerade auch aus polizeilicher Sicht. Das umfasst auch die Veränderung des Symbolegesetzes, das uns ein früheres Einschreiten ermöglicht. Die Justizministerin hat von der Justiz aus dem Maßnahmenvollzug beschrieben. Von polizeilicher Seite beim Maßnahmenvollzug besonders wichtig auch, weil wir jetzt zum ersten Mal verurteilte Terroristen dann bei den Rückfallstätern, bei den Gefährlichen subsumieren können und damit eine Chance haben, auch damit für mehr Sicherheit zu sorgen, genauso wie die Ausweitung der elektronischen Fußfessel. Das ist wichtig, weil es die Polizeiarbeit erleichtert in dem Sinne, dass mehr Ressourcen wiederum zur Verfügung stehen, um aktiv eben einerseits gegen die organisierte Kriminalität, aber vor allem auch gegen den Terrorismus kämpfen zu können. Das, was neu ist, und auch das wird jetzt dann in Begutachtung geschickt werden, ist, dass es ein Terroristenregister geben wird. Das ist eine wesentliche Maßnahme, um auch hier systemisch Informationen zusammenzuführen. Was heißt das? Terroristen, die verurteilt worden sind, werden zukünftig im Strafregister besonders lebenslang gekennzeichnet. Das heißt, es gibt jetzt hier die Möglichkeit, auch dann für viele, die ja in Österreich, in der Gesellschaft arbeiten, wirtschaften, tatsächlich auch Nachschau zu halten, wer sich denn zum Beispiel auch bei mir bewirbt und wenn wir über das Thema kritische Infrastruktur zum Beispiel sprechen oder auch Sicherheitsunternehmen, wer dann
tatsächlich vor mir steht. Warum ist das auch wichtig? Weil durch diesen systemischen Ansatz sichergestellt wird, dass verurteilte Terroristen eben nicht mehr dann die Möglichkeit haben, Waffen legal zu erwerben oder wenn sie andere Berufssparten als verdeckte Möglichkeiten für einen Terroranschlag nutzen, denken Sie an Sprengmeister etc., dass sie so zu Sprengmitteln kommen. Auch das ist in Zukunft ausgeschlossen. Darüber hinaus stellt das Terroristenregister sicher, dass auch der Führerschein bei den betroffenen Personen entzogen wird, nachhaltig entzogen wird, um da auch hier eine klare Maßnahme zu setzen, die zeigt, dass es immer den breiten Ansatz braucht und immer den Zugang der Behörden braucht zu Informationen, um hier eben rechtzeitig auch einschreiten zu können. Warum ein Terroristenregister? Gerade der Terroranschlag, aber auch die Ermittlungen in anderen schwierigen, komplizierten Fällen der organisierten Kriminalität oder des Terrors, der Terrorprävention zeigen, dass Behörden oft sehr viele Informationen haben, aber sie noch zu wenig miteinander teilen. Das Terroristenregister stellt sicher, dass es hier einen erweiterten Zugang zu Informationen gibt, um eben auch wieder unser gemeinsames Ziel von Seiten der Justiz, genauso wie von Seiten der Polizei, das Land ein Stück weit wieder sicherer zu machen. Vielen Dank den Vertretern der Bundesregierung. Wir kommen zu Ihren Fragen und den Anfang macht die ORF-Zeit im Bild. Herr Zickmund, bitte. Kurze Nachfrage zu dem Terroristenregister. Welche Tatbestände oder Anbahnungshandlungen sollen denn dann dazu führen, dass man da aufgenommen wird? Zum Beispiel auch die Gutheißung einer dschihadistischen Organisation im Internet. Wo ist dann da die Grenze zu ziehen, dass jemand da darunter fällt? Und dann auch noch ganz kurz in Richtung Freitag, was die Öffnungsschritte betrifft. Gibt es jetzt schon im großen Modo Einigkeit, was zu öffnen wäre, auch innerhalb der Koalition? Also zum einen ganz klar, das ist im Strafgesetzbuch der Terrortatbestand klar umschrieben und wann man wegen Terrors verurteilt wird, genau dann kommt es zu dieser Eintragung im Terroristenregister. Aus meiner Sicht tatsächlich eine wesentliche und wichtige sicherheitspolitische Maßnahme für die Zukunft. Und ja, wir sind in der Koalition auf einem guten Weg, federführend natürlich der Gesundheitsminister, dass wir hier den Weg der Öffnung gemeinsam auch im Konsens weiter fortschreiten. Und weil wir alle ja auch froh sind darüber, dass sich die Zahlen so positiv entwickeln und die Infektionszahlen immer weiter runtergehen und damit eine positive Perspektive tatsächlich möglich ist. Gut, dann weitere Fragen dann zum Herrn Zablatnik von der Tiroler Tageszeitung, bitte. Nur noch zur Klarstellung, bei diesem Terroristenregister, da geht es nicht um Extremismus, also weder links noch rechts. Und eine Frage an die Frau Justizministerin. Ich war gestern im Untersuchungsausschuss und habe den Staatsanwalt Burkhardt gehört und war eigentlich, hat man gedacht, dasselbe haben vor einem halben, dreiviertel Jahr auch schon andere Vertreter der Korruption oder Vertreterinnen der Korruptionsstaatsanwaltschaft gesagt. Was tun Sie, damit da irgendwo wieder Ruhe hineinkommt? Achso, genau. Also zum Thema Dienstaufsichtsverfahren, ja, es hat ein Dienstaufsichtsverfahren gegeben, das die Oberstaatsanwaltschaft gegen die WKSDA eingeleitet hat. Dabei hat sich aber herausgestellt, dass die WKSDA korrekt gehandelt hat und es sind keine dienstrechtlichen Konsequenzen. Es gibt keine dienstrechtlichen Konsequenzen und die sind vom Tisch. Das, was ich hier nochmal voranstellen möchte, ist, die Dienstaufsicht, die besteht ja aus drei Instanzen, wenn man es so sagen will. Es gibt die erste Instanz der Staatsanwaltschaften, dann gibt es die Oberbehörde, die Oberstaatsanwaltschaft und die Dienstaufsicht drüber, das ist die dafür zuständige Sektion. Und ich habe dafür gesorgt, dass diese Dienstaufsicht auch neu aufgestellt wird. Ich habe diese große, riesen Strafrechtssektion aufgeteilt in eine logistische Sektion und eine Sektion, die sich nur um die Dienstaufsicht kümmert, die für die Staatsanwaltschaften auch zuständig ist. Und wie Sie sehen, diese Dienstaufsicht als Ganzes funktioniert auch sehr gut. Die neue Sektionschefin macht ihre Arbeit wirklich gewissenhaft und greift auch dort ein, wo es auch nötig ist und wo sie auch korrigierend eingreifen kann. Und ich finde, es ist einfach notwendig, dass man das als Ganzes behandelt und da Ihre Frage zu beantworten, die Dienstaufsicht neu, so wie ich sie aufgestellt habe, als Ganze, ist als Ganzes zu betrachten und funktioniert auch sehr gut. Der Staatsanwalt Burkhardt von Störfeuer spricht, dann ist er entweder Störfeuer ausgesetzt oder hat subjektiv einen falschen Eindruck. Da können Sie als Ministerin doch nicht sagen, es funktioniert alles sehr gut.
wahrscheinlich die Meldung gestern am Nachmittag nicht bekommen, dass die dienstrechtlichen Verfahren vom Tisch sind. Gut, gibt es. Ich habe das nur durch ein Kopfnicken beantwortet, aber es handelt sich tatsächlich beim Terroristenregister um Straftäter, die wegen Terrors verurteilt worden sind. Gibt es noch weitere Fragen? Herr Delice vom Magazin Brücke, bitte, mit einer Frage. Die muslimische Jugend hat heute kritisiert, die Bundesregierung, die muslimische Community benachteiligt, nicht gleich behandelt wie jeder andere Bevölkerungsteil. Ja? Was sagen Sie dazu? Und zweite ist, wann kommt die Terror- und Islamgesetz zum Parlament? Und drittens, die Journalist, ja, wird vom Belarus, die Flugzeug wird runtergeholt. Ja. 2013 hat Österreich Druck von USA, musste auch diese Spionage-Geschichte. Die